Hasskommentare, Hetze und Beleidigungen in den sozialen Medien nehmen immer weiter zu. Wir wollen vom Fraktionsvorsitzenden wissen, muss konsequenter gegen beleidigende und strafbare Kommentare im Internet vorgegangen werden? Ja, es muss grundsätzlich gelten, dass das, was in der realen, in der wirklichen Welt verboten ist, auch im Netz verboten sein muss. Wenn Beleidigungen im Netz stattfinden, müssen die verfolgt werden, denn sonst werden wir sehr bald erleben, dass die Menschen Maßstäbe verlieren. Was schwebt Ihnen genau vor? Bundesjustizminister Maas ist ja schon seit über einem Jahr in Gesprächen mit Facebook und Co. Nun, ich finde, dass die Zeit der runden Tische und Gesprächsrunden vorbei sein muss. Diejenigen, die beispielsweise bei Facebook beleidigt und schwer gekränkt werden, müssen nun schneller zu ihrem Recht kommen. Und es gibt in dem geltenden Gesetz schon Bußgeldvorschriften gegen Verstöße, und das kann man natürlich durchsetzen, indem man sagt, wenn nicht innerhalb einer bestimmten Frist, ein paar Tagen oder spätestens einer Woche, Maßnahmen ergriffen worden sind, dann wird dies mit einem Bußgeld geahndet und durchgesetzt. Es geht ja gar nicht darum, ob schon tatsächlich gelöscht werden muss. Es geht darum, dass Facebook überhaupt jemanden mal zur Verfügung stellt, der ansprechbar ist. Die Anonymität im Internet gilt manchem als hohes Gut. Wie sehen Sie das? Ich bin da ganz anderer Meinung. In der Demokratie muss man natürlich seine Meinung sagen können, aber man muss auch wissen, wer etwas sagt. Und wenn es darum geht, dass Beleidigungen stattfinden, muss die Anonymität aufgehoben werden. Das muss bei Facebook durchgesetzt werden.